Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wünsche-Folge. Die habe ich jetzt schon länger in Arbeit und endlich fertigstellen können. Und heute, ja, habe ich eine richtig coole Sache. Das wäre wirklich eine nice Strecke. Die bietet sich auch sehr, sehr gut an für Trains in World. Also ich denke, die würde richtig Spaß machen. Und da will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen, beziehungsweise was heißt auf die Folter spannen? Ihr habt es ja alle schon im Thumbnail und im Titel gesehen. Heute beschäftigen wir uns mit der S-Bahn Berlin, und zwar die S9 und die S3. Also kurz zur Einordnung. Hier seht ihr die Deutschlandkarte, da ist Berlin bei dem grünen Punkt. Das ist ja nur zur groben Einordnung. Wie lang jetzt speziell diese Strecke ist, die ich gleich noch genauer zeigen werde, und wie schnell man da maximal fahren kann, habe ich leider nicht rausfinden können. Ich denke so maximal 160, viel schneller können kann das Rollmaterial auch nicht. Also maximal 160 km/h, das denke ich ist klar. Ich weiß aber nicht, ob auf dem Streckenabschnitt die 160 irgendwann erlaubt ist. Ich kann es mir gut vorstellen, ich weiß es aber nicht, deswegen habe ich hier lieber mal ein Fragezeichen dran gelassen. Und wie lang es ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine gute Länge für eine Trains in World 2 Strecke und so ein bisschen netzwerkartig. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. 42 Bahnhöfe und Regionalexpress, Regionalbahn und natürlich die S-Bahn, die hier voll im Fokus steht. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Regionalbahn fährt die RB14 zwischen Spandau und BER, also jetzt speziell auf diese Strecke bezogen. Das ist natürlich nicht der Endpunkt. Also der Regionalbahn fährt theoretisch noch länger, aber speziell auf diesem Streckenabschnitt, der dann in Trains in World vorhanden sein könnte, wenn diese Strecke jemals umgesetzt wird, würde dann zwischen Spandau und Berliner Flughafen verlaufen, genauso wie der Regionalexpress 7, der auch bis zum Berliner Flughafen geht, aber von Charlottenburg aus, also da zwischendrin könnte man dann fahren. S-Bahn, S9 Spandau, BER und S3 zwischen Spandau und Erkner. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen übersichtlicher an auf der coolen Karte. Wir schauen erstmal das Rollmaterial an. Da habe ich mich vertan. Dann gucken wir uns erstmal schnell das Rollmaterial an. Also wir haben ja natürlich die Berliner S-Bahnen, Baureihe 481 bzw. 82 hier auf der linken Seite zu sehen. Auch schon jetzt in die Jahre gekommen, aber auf jeden Fall ikonisch, kann man sagen. Gäbe natürlich auch noch ältere Varianten, die natürlich auch eine Möglichkeit wären. Ich habe jetzt aber nur mal die 481, 482 hier rein als Beispiel. Rechts sehen wir das neueste Modell, 484 Baureihe. Wäre bestimmt auch sehr cool zu fahren, also oder würde cool aussehen in Trains in World. Ja, und für die Regionalexpress- und Regionalbahn-Services bietet sich die 442 an, Talent 2. Gibt es ja schon im Spiel, sieht man hier unten, habe ich einen schönen Screenshot gemacht. Und da müsste man ja gar nichts Neues modellieren. Das ist ya eigentlich perfekt für Dovetail Games. Da könnte man dann einfach ein Layer drüber legen. Also wer dann Köln-Aachen besitzt, könnte damit fahren. Oder sie machen sich tatsächlich die Mühe und bringen es auch noch mit in die Berliner S-Bahn-Version, dass man da, ohne dass man andere Strecken besitzen muss, Talent fahren kann. Aber es wäre auch eine coole Sache für als Layer. Also der dann halt Köln-Aachen besitzt, kann mit dem Talent 2 da fahren. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder Riesa-Dresden, da wird der Talent 2 auch dabei sein. So, jetzt schauen wir uns aber die Karte an. Und hier sehen wir, es ist auf jeden Fall eine beachtliche Strecke und wir haben viele, viele coole Sachen mit dabei. Also Flughafen Berlin ist natürlich ein Highlight, sage ich mal. Genauso wie mit Sicherheit auch Berlin-Ostkreuz oder Friedrichstraße, Hackischer Markt, Alexanderplatz und so. Natürlich der Hauptbahnhof, Bellevue-Tiergarten, also ist eigentlich alles dabei. Was jetzt irgendwie, sogar Olympiastadion. Also ich finde, die Strecke beinhaltet halt sehr viele Highlights. Und ich meine, klar, geht mitten durch Berlin. Und von dem her, könnte man da eigentlich nicht meckern, wenn das für Trains in World rauskommt. Und wir sehen hier in lila die S9, die verläuft dann zum Flughafen von Spandau aus. Und die S3, die geht dann nochmal einen anderen Zweig Richtung Erkner.
Ja, und entlang der Linie bis zum BER verlaufen dann auch noch die RE und RB Strecken über Ostkreuz. Also ich glaube, das wäre eine richtig coole Strecke. Dann gucken wir uns noch schnell ein paar Highlights an der Strecke an. Da haben wir einmal den Berliner Fernsehturm, Alex natürlich. Den sieht man mit Sicherheit, also wenn sie den nicht dann mit reinbauen, dann weiß ich auch nicht. Der ist ja auch ziemlich, ja, relativ nah dran, also den kann man dann schon auch gut sehen. In der Mitte sehen wir hier den Berliner Hauptbahnhof. Gibt auch noch weitere schöne Bahnhöfe entlang dieser Strecke, Friedrichstraße oder so, also alles. Aber wenn sie das gut umsetzen, dann ist das, kann das schon sehr, sehr cool werden. Könnte das cool werden, wenn sie es umsetzen würden. Ist ja jetzt nur ein Wünsche-Video. Oder auch rechts auf dem Bild sehen wir, wie die Bahnstrecke sozusagen durch die Museumsinsel verläuft. Quer drüber. Auch nicht so schlecht. Also da wird man auch sicherlich, wenn sie es modellieren würden, einiges sehen können. Ja, dann wäre endlich auch mal eine Zugstrecke in der Hauptstadt möglich. Also das finde ich fehlt ja noch so. Also es fehlt noch ganz viel in Trains in World, das ist klar. Und jeder hat da seine eigenen Präferenzen und Wünsche. Aber ich fände es mal an der Zeit, dass mal irgendwas mit Berlin kommt. Ich komme zwar überhaupt nicht aus der Gegend von Berlin, aber ja, es wäre dennoch schön, mal die Hauptstadt repräsentiert zu sehen in Trains in World. Ich meine, London zum Beispiel gibt es ja für Großbritannien. Es gibt ja einige Strecken um London. Und da kommt ja auch noch eine dazu hier mit London Brighton. Dementsprechend wird es für Dovetail Game eigentlich mal Zeit, eine Berliner Strecke rauszubringen. Und ja, wenn ihr das Ganze ein bisschen pushen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Foreneintrag verlinkt. Dort einfach mal drauf gehen, den Beitrag liken und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass Dovetail Games das zu Gesicht bekommt. Wenn die natürlich sehen, irgendwie 3 Millionen Leute, okay, es ist ein bisschen übertrieben die Zahl, aber wenn sie sehen, okay, richtig viele Leute wünschen sich das, dann gucken sie sich das natürlich auch mal eher an, als wenn nur eine Person das sich wünscht. Deswegen, wenn ihr das cool findet, unten in der Videobeschreibung den Link anklicken zum Forum und dann den Foreneintrag liken. Das wäre eine coole Sache. Und dann bedanke ich mich an der Stelle auch schon wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.